Also, hört ihr mich? Hallo? Ja, ich höre dich. Ey, Digga! Hallo, rechts ranfahren, bitte. Fahr rechts ran und mach mal den Motor aus. Was sagen Sie? Ich will ein Rap-Battle. Du und deine Crew, ihr nennt mich immer Snitch. Yeah, yeah. Du hast recht, Bro, wir nennen dich ne Snitch. Warum? Gott verdammt, weil du... $100 in den Pit ist. Es war kein Pit. Ich wollte ihn doch nicht pitten, der Typ hat nach nichts gezogen. $100 in den Pit ist. Das war FIV oder nicht? Bremst ihn mal aus, bremst ihn mal aus. Bremst ihn jetzt aus! Ja, chill doch mal, der kommt uns hinterher. Bremst ihn aus! Ja, chill doch mal. Ja, geil, geil. FIV. Fahr weiter, halt mich an. Du hast doch eine Sprachbehinderung, du sagst, du verstehst nur Leute, die genauso reden wie du. Ja, okay. Wir müssen zum Kunden. Ich darf nicht. Ey. Hallo, rechts ranfahren, bitte. Fahr rechts ran und mach mal den Motor aus. Fahr rechts ran und mach mal den Motor aus. Und gleich sagt er wieder Ausweis zu mir und plötzlich fällt ihm auf, dass er mich kennt, Digga. So, wo ist er denn? Weiß ich nicht. Hörst du den Polizeibeamten, der redet mit dir? Mit welchen Polizeibeamten? Der ist doch kurz ach, hinter uns. Stehen bleiben. Der Fahrer hört dich nicht. Jetzt, hier. Jetzt. Bleiben und den Motor ausmachen. Ey, Digga, hörst du die Polizisten? Welche so, Polizisten? Ja. Digga, hinter uns sind Polizisten. Steig mal ein, alles okay. Also, okay. Also hört ihr mich? Hallo? Ja, ich höre dich. Ey, Digga! Digga! Ich will nur mal so kurz anhalten. Digga, die Polizisten sagen, du sollst kurz anhalten. Was für Polizisten? Ich dachte, es ist FIB. Er sagt, was für Polizisten? Ich dachte, es ist FIB. Und bei FIB hältst du nicht an? Ja, die, wenn... Ich glaube, das ist sogar ein Drafter. Das ist CTF. CTF hat er jetzt gesagt, ist er. Ich kenne die beide tatsächlich auch. Ja, und ich kenne keinen CTF. Er kennt keinen CTF? Was soll denn das? Ich denke, das ist die Gang-Unit. Ja, und? Ich bin BH, hallo. Ich kann da jetzt mal also ich kann dir nur einen, als dein Anwalt kann ich dir den Ratschlag geben, ich würde anhalten. Weil wenn du nicht anhältst, kriegst du gleich Entziehung nach ein paar Metern mehr. Ach so. Ja, ist eine Scheißstrafe. Aber theopraktisch bist du ja halt, ja. Warum hört er mich denn nicht? Den hört ich. Was sagen Sie? Scheiße. Ich verstehe sie nicht. Ich wollte. Kann ich mal was tun? Ich hab alles erlebt, Alter. Okay, tschüss. Wenn die nicht auf Knicke kommen. Allein einfach nee. Er ruft einfach nee hinterher. Keiner sagt ihm, der soll mal ein bisschen entspannter fahren. Dann ist das in Ordnung. Okay. Du sollst, du sollst ein bisschen entspannter fahren. Alles klar. Oh, okay. Die passt doch, oder? Die weiße. Die? Hallo? Na, ja, das hallo, passt, ne. du kann ich was dich was fragen? Wer ist denn da, Bea? Die Bombentypen haben sich aus den Lottos gecatcht, aber sie kommen nur Turner. Ach, die Snitch, was geht? Noch, hör auf damit, pass auf. Das ist dieser Typ. Ja, ich hab den so heftig genommen, der war so grimmig, der. Wie viel, um wie viel? Ja, nix um wie viel, einfach nur ein bisschen Ehre nehmen. Ja. Ja? Ja. Wann? Jetzt. Wo bist du? Ja, wir treffen uns am Stadtpark. Okay, bis gleich. Bis gleich. Ich will ein Rap-Battle. Okay. Körner? Ja. Ich kann aber nicht mal richtig reden. Ja, deswegen hab ich da auch Bock drauf. Timmy Turner oder was? Nee, so ähnlich. Der Elfen. Warte mal ab, ja. Der so klingt der auf jeden Fall, Alter. Ach. Aua. Ja. Was geht, Alter? Alter, sag was du kannst, battle mich. Zu dem mit Sprachfehler. Ich soll anfangen? Ich brauch noch jemanden im Klappstuhl. Wie? Du willst ihn noch battlen? Du hast doch mich da herausgefordert, Digga. Dann musst du doch anfangen. Direkt hin, Digga. Okay. Aber seid wirklich echt ruhig während er. Der hat eben eine Alpe komplett auseinandergenommen hier. Ja, komm. Ja. Okay. Ich bin gespannt. Ja,
der kommt wirklich noch. Aua. Ist er laut? Junge. Das ist schon alles echt sehr laut. Ja, dann mach ich den leiser wieder. Hä? Ey, nee, pass auf, ich sag mal so, Digi, pass auf, ich sag mal so, okay? Ja. Es ist alles erlaubt, ne? Aber so, ich sag dir, wenn du zum Beispiel meine Mutter disst, fickst du dich selber. Ich finde, sowas ist unnötig. Wenn du gut bist, musst du die Mutter nicht erwähnen. Wenn du's nötig hast, Mutterwitze auszupacken, bist du halt schlecht. Aber dann rechne auch mit dem Konter. Ja, nee, Mutter, deswegen habe ich gefragt. Nö, der Rest ist mega. Es ist alles erlaubt, klar. Aber rechne damit, wenn du was Dummes sagst, dass ich ganz hart konter. Ja, ich habe schon gehört, du kannst das gut, deswegen. Wollte ich einfach mal testen. Ja, nee, ich wollte mal testen. Okay. Irgendwie habe ich ein bisschen Angst davor jetzt gerade. Oh, was denn? Pass auf, geil, Digga. Abfahrt. Einfach loslegen ja. Hier. Ja. Mach ich. Okay. Okay. Der hat Dings seine Flecke. Du und deine Crew, ihr nennt mich immer Snitch. Oh. Ich bin Turner, der eure Bitches fickt. Ja, ich komme allein in den Kiez mit meiner Crew. Ach nee, scheiße. Aber egal. Ja, warte. No, ich komme allein in euren Kiez und mach euch richtig kaputt. Oh, ich bin der, der auf euch tritt, wenn ihr auf dem Boden liegt. Oh, ich halt euch eine Glocke am Kopf und fick euch richtig auseinander. Boah, ich bin so aufgeregt, ich weiß nicht warum. Ja, mach du mal bitte. Oh. Let's go. Oh, yeah. Ist das laut? Warte ab. Nein. Oh. Yeah. Du hast recht, Bro, wir nennen dich ne Snitch. Warum? Gottverdammt, weil du halt eine bist. Du rennst zu den Cops und sagst dann Hallo und folgst denen dann auch noch auf Klo. Warum? Weil du bist bei jedem Cop. Ah, dich zu richten kann nicht mal Gott, yeah. Weil du Leute in die Zellen bringst, weil du ne Snitch bist, Digga. Und kassierst ne Ding, ich mach dich platt, Digga. Ratatatatat, deine Jungs und mich, wir fucken euch ab, denn ich scheiß drauf. Digga, du bist am Labern mit zwei Bullen, aber mir scheißegal, Mann. Ich rappe dich platt und das mach ich wieder. Darauf schreib ich noch 10.000 Lieder. Warum mir nix einfällt, das ist doch klar. Weil der Wichser nix vorgelegt hat. Ja, wie soll ich da etwas kontern? Du warst doch durchgehend einfach nur am Stottern. Ach stimmt, das bist du ja immer, Herr Turner. Du bist ein Snitch, Digga, sicher kein Mörder. Und hörbar war auch dein Sprachfehler. Wie Freddy, den hat hier halt jeder. Und mein Gegner, er ist deine Bitch. Was reimt sich darauf, Turner, die Snitch? Uiuiui, das war eine Vergewaltigung. Aber ganz ehrlich, ich komm wieder. Ja, kein Ding, Digga. Ja, ey, nein, ganz ehrlich, das hat Spaß gemacht, aber ich wollte nur mal wissen, weil die Leute mal sagen, dass du gut rappen kannst, aber das war gerade eine Vergewaltigung. Aber ich hab das Hardcore innerlich abgefeiert, ne, sag ich dir ehrlich. Danke, Bro. Ja, wirklich, das war gut, ne? Ich kann dir jetzt zurückgeben, ich nehme von niemandem sonst einen Rap-Battle an, aber von der Snitch, die gebietet viel Angriffsfläche. Ja. Du hast auch gemein gerappt hier. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ganz ehrlich, bis ich da hinkomme, boah, ich bin Game Over, Alter. Alles gut, Digga, ich mach das, ich bin ein alter Mann, Alter. Ja, weiß ich. Ich hab das erste Mal mit 13 Jahren gefreestylt, Bro. Das ist 22 Jahre her oder so, Digga. Plus 20. Also ich rap über 20 Jahre, Digga. Alter, das ist schon Freestyle, ich kann auch nichts anderes. Ich würde niemals behaupten, dass ich Texte schreiben kann oder so. Ja. Also wenn ich so in den Hoods fahren, die nehme ich immer alle auseinander, easy, aber du bist entgegen. Hallo? Danke, reicht jetzt. Ja gut, hat Spaß gemacht, warum nicht? Ja, sag Bescheid, wenn du besser bist. Boah, scheiße, Alter. Tommy, warum hast du mich nicht gewarnt? Ja, ich hab nur mit Breinmann mitgekriegt, ja.